Kfz-Anzeiger. Ihr Fachmagazin für die Nutzfahrzeug- und Transportbranche. Ukraine-Krise, Teilemangel, Hungersnöte in Afrika, explodierende Rohstoff- und Kraftstoffpreise. Momentan häufen sich echt die schlechten Nachrichten aus aller Welt. Da fragt man sich schon manchmal, was kann man überhaupt noch dagegen machen, um diese Auswirkungen zu bremsen? Und was für Maßnahmen gibt es dagegen? Zum Glück gibt es einen kleinen Lichtblick. Fast alle europäischen Lkw-Hersteller haben inzwischen ihre Motorengeneration neu aufgestellt, abgedatet und haben frische, innovative Lösungen präsentiert. Die neuen Antriebsstränge der Hersteller helfen dabei, effizient und effektiv Kraftstoff zu sparen. Und das ist wirklich in diesen Zeiten extrem wichtig. Die ganze Geschichte dazu gibt's jetzt in der neuen Ausgabe im April im Kfz-Anzeiger 4. Ein weiteres spannendes Thema in der neuen Ausgabe ist das Thema Sonderfahrzeugbau. Da haben wir uns mal die Experten angeguckt, die mit maßgeschneiderten, innovativen Lösungen der Transportbranche gute, neue Lösungen bieten, mit denen sie effizienter und wirtschaftlicher arbeiten können. Ein absolutes Muss in diesen Zeiten von immer weiter steigenden Rohstoff- und Kraftstoffpreisen. Im Mai lesen Sie dann in unserer Green Logistics Sonderausgabe alles zum Thema ressourcensparende und nachhaltige Transporte. Apropos innovativ, die neue Runde von unserem renommierten Wettbewerb Trailer Innovation ist wieder gestartet. Noch bis zum 30. Juni können Sie sich unter trailerinnovation.com für unseren Wettbewerb bewerben. Und mit etwas Glück sehen wir uns dann im September auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover im Convention Center zur Preisübergabe. Also machen Sie mit, es lohnt sich. Übrigens, bei uns gibt es natürlich auch wieder was auf die Ohren. Wir haben nämlich wieder eine neue Podcast-Folge aufgenommen und diesmal zu Gast bei uns BPW. Da haben wir nämlich über das spannende Thema der E-Mobilität gesprochen. Und im Mai können Sie sich auf eine neue Folge freuen. Dann sprechen wir mit X-Bond über das Thema Wechselkoffer und nachhaltige Transporte. Und wo wir gerade schon von der Firma X-Bond sprechen, die haben wir nämlich kürzlich mit unserer Videoredaktion auch in Münsterland besucht und haben uns einmal die spannenden Stahlwechselkoffer angeschaut. Das Video gibt's demnächst bei uns online auf YouTube. Also, bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit dem Kfz-Anzeiger. Kfz-Anzeiger. Ihr Fachmagazin für die Nutzfahrzeug- und Transportbranche.